Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road to Glove Unboxing und heute zu einer besonderen Episode, denn es gibt eine neue Kiste. Manche vielleicht haben es vielleicht schon mitbekommen, aber es ist ja die Klatschkiste. Ich habe mir da wieder 10 Stück gekauft und es sind verdammt krasse Skins drinnen und neue Handschuhe und richtig geile Handschuhe sogar. Also ich feiere diese Kiste momentan extremst. Sie ist auch noch ziemlich teuer. Ich glaube, ich habe 6,50 pro Case bezahlt, aber ich habe mir da wieder 10 Stück organisiert, also 10 Stück wie immer, und ich hoffe, dass ich da jetzt reinlag, weil wie gesagt 6 Euro, also 6,50 das Stück ist eine Menge Geld. Und ja, ich finde das Logo auch ziemlich nice. Zumal zu dieses Kind selber. Wir haben die NPC im Bloodsport, die feiere ich, die hätte ich gerne in Statofan. Die Handschuhe, also die Gloves sowieso, die USPS ist finde ich auch nice. Die AWP und die AUG finde ich jetzt nicht so krass. UMP finde ich auch in Ordnung. Die Mag 7 Swag 7 ist mit Abstand einer der geilsten Skins in der Case. Die brauche ich unbedingt. Die Negev, ja, okay, die Nova jetzt nicht so. Die Glock 18, die ist finde ich auch mega nice, weil da ist ja das Artwork, also das Artwork von der Skyline, was da drauf ist, die ist ja immer anders, also die ist nie gleich. Dann die Scheiße, E8 Revolver, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll, aber für einen Blue Skin, okay, könnte vielleicht, sage ich mal, ein Purple Skin auch sein. Die Shit, den benannt ist, der finde ich jetzt auch nichts. Die 5-7 ist ein guter Blue Skin, aber ist auch nicht mehr. Und die Weißen, das ist auch ein Ranz. So, ich hoffe, ich nehme jetzt auf, weil sonst wäre das ein Money Waste der super Lative. So, erste Kiste. Negev. Okay. Ist mal ein Purple Skin. Und ist ja jetzt nicht so. Ja. Gibt einen besseren Negev Skin, aber sonst. Ja, es ist halt eine Negev. So, da war gleich mal ein Pink. Die Nova Wild Six. Sieht, naja, wenn nicht, gefällt mir absolut nichts. Sieht ja, wenn nicht, das für eine Condition Field testet. Sieht aus wie Battle Game. Komm doch, gib mir was krasses gegen. Die SG Aloha. Ich sehe auch nichts. Ja. Typischer Blue Skin. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird jetzt der übelste Money Waste. Aber ich bin hyped auf die Kisten. Mir gefallen die Skins, überhaupt die Glock. Mag 7, Swag 7. Die M4 und die, also die Battle Red Skins einfach. Die Gloves, das sind ja manche dabei. Weiß nicht, ob ihr euch die schon mal angeguckt habt, was da jetzt für neue Handschuhe dazugekommen sind, beziehungsweise welche da drin sind. Aber da gibt's echt krasse. Und da gibt's auch, was ich gesehen habe, Case Hardened. Ich weiß nicht, ob das dann wieder so ist mit dem Pattern wie bei den normalen Case Hardened Skins, bei den Handschuhen. Aber ob es dann auch zum Beispiel Case Hardened Gloves gibt mit, wenn nicht Full Blue oder mit dem Number One Blue Pattern. Was ist da nicht? Ich spiele jetzt nicht mit euch. Noch eine Nova, okay. Ja, es sieht genauso ranzig aus. Komm doch, der muss was krasses kommen. Für das Geld. Noch eine Nova. Oh mein Gott. Warum kommt nicht die Mag 7? Jetzt habe ich schon 3 Novas, aber keine Swag 7. Ich reibe mal die Swag 7. Nö.
Oder die Glock 18 wäre auch nice. Die gleiche Status, wenn unboxen. Und ich glaube, die geht sicher gut weg. Die kann was wert sein jetzt in Status, wenn. Bis weg, Seven genauso. Aber anscheinend habe ich dasselbe Lack wie immer. Außer Blue und Purple kommt da nichts. Letzte Kiste. Gegen, bitte gib mir da jetzt was. Wow. Wobei ich finde, die schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. 5-7 ist ein Skin, den kann man spielen. Mhm. Mhm. Jo, also war jetzt nicht so der krasse Shit. Die Neger bis MFN. Die ist auch FN. Okay, die schaut anscheinend zu jeder Float einfach gleich aus. Oder? Ja, das sieht genau gleich aus. Sind wir da die 5-7, die habe ich auch schon mal in FN. Was ist die Wert in FN? Gucke ich gleich nochmal nach. Okay, ich hätte lieber nicht nachschauen sollen. Jo, es ist eigentlich jetzt typisch mein Luck momentan. War ja jetzt schlecht angelegtes Geld. Nee, also für 6,50 ist das, sage ich jetzt, ein bisschen mehr jetzt. Trillix hat zum Beispiel jetzt ja schon die Handschuhe. Weiß ich jetzt nicht welche. Aber der hat schon Handschuhe geunboxed. Und sonst weiß ich, sonst hat glaube ich noch keiner irgendwas krasses an. Normally hat bis jetzt auch noch nichts, was ich gesehen habe. Ich weiß es jetzt nicht. Aber egal, also das war's dann eigentlich mit dem Video für meinerseits. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über einen Kommentar auch. Sagt mir, was ihr von der neuen Kiste haltet, beziehungsweise die Skins, was da drinnen sind. Und die neuen Handschuhe. Und dann über ein Abo würde ich mich auch noch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sage ich euch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Almo.